Ivory Dream, ein Traum in Elfenbein oder auch ein Traum aus Elfenbein. Ich glaube nicht, dass Karpfen Boilies aus Elfenbein fressen würden, aber natürlich handelt es sich um den Ivory Dream nur aufgrund seiner Farbe. Gucken wir ihn uns mal an. Mal angenehm, kein Fischgeruch. Oh, aber ein Eimer. Ein 6-Kilo-Eimer haben wir noch nicht gesehen von Concept4U. Und hier, wie gewohnt, die naturfreundlichere Verpackung. Und mit dazu Zubehör. Ivory Dream. Echt nice. Super süß, cremig, nussige Note, kein Wunder. Ist Tigernussmehl drin. Aber bevor wir hier über ungelegte Eier sprechen, Ivory Dream 24 mm, 1,5 Kilo. Ivory Dream 15 mm, 1,5 Kilo. Und hier im Eimer, ich mach mal den Eimer auf. Ich lasse die Tüten zu, weil die gewinnt ihr. Dann bleibt das alles super duper frisch. Und der Eimer, der bleibt bei mir. Weil die Dinger will ich unbedingt mal ausprobieren. Machen irgendwie einen relativ vertrauten Eindruck, weil ich habe mal, ich merke das auch schon hier am Zerdrücken, die sind so leicht gummiartig und das kommt von diesem Milchproteinmix, auf dem der aufgebaut ist. Ich habe auch schon vor, Gott, das muss schon fast ein Jahrzehnt gewesen sein, da habe ich eine ganze Zeit lang einen Milchproteinmix gefischt und da war das genauso, diese gummiartige Konsistenz. Das Besondere hierbei ist, dass hier noch Tigernussmehl mit drin ist, macht sich sehr, sehr gut hier drin und Gammarussmehl. Also wir wissen ja, dass die Jungs von Concept4U da immer, ja, das Tüpfelchen auf dem i suchen, immer was ganz Besonderes machen wollen und sich da quasi schon den Kopf zerdenken bei ihren Köderkreationen. Und so scheint es auch hier. Denn sie haben sich eine richtige Platte gemacht, was sie für einen Köder machen wollen, haben den erst in der Theorie entwickelt und dann in die Praxis umgesetzt und herauskommen sollte ein Köder, der zwar weiß ist, aber nicht so strahlend weiß, damit an Gewässern, wo die Fische gerne auf weiße und süße Köder gehen, aber stark beangelt sind, sie nicht gleich so mega abgeschreckt sind von diesem bam, flashigen Weiß. So in der Theorie, deswegen sind sie auf dieses dezente Weiß, also Elfenbeinfarbe gekommen. Mit drinnen noch Kokosflocken und verschiedene essentielle Öle, also wie zu erwarten von Concept4U, wieder was Spezielles, Durchdachtes. Und ich weiß, dass sie auf diesen Köder super duper stolz sind, denn als ich sie in Zwolle am Stand besucht habe letztes Jahr, da waren sie so, Marc, den musst du dir mal angucken, das ist was ganz Besonderes, das ist mit nichts vergleichbar. Und es ist tatsächlich eine besondere Note. Natürlich gibt es dazu auch jede Menge Zubehör wie Pop-Ups, passende Dumble-Pop-Ups und Stickmix, und der soll was ganz, ganz besonders sein. Den mache ich jetzt doch mal auf. Denn der besteht zum größten Teil tatsächlich aus dem Boilymix und ist deswegen super duper potent. Den kann man nicht nur als Stickmix nehmen, sondern der eignet sich auch hervorragend als Baitpowder, um den Boily zu benetzen. Wenn man den zum Beispiel vorher dippt oder soaked und dann mit dem Powder hier benetzt, dann werden die feinsten Attraktoren, die auch im Boily sind, nochmal viel schneller ausgespült. Das ist ein richtiger Boilymix im Endeffekt, der sich aber eben auch zum Benetzen und als Stickmix sehr gut eignet. Tatsächlich ist der Boily auch auf schnelle Lockwirkung ausgelegt in seiner Grundsubstanz. Auf jeden Fall nach 10 Stunden kontrollieren. Also nicht länger als 10 Stunden fischen, denn der Köder arbeitet sehr, sehr stark unter Wasser, schwemmt sehr schnell aus, wird dann dementsprechend auch schnell instabil und fällt vom Haar, beziehungsweise wenn ihr ein bisschen Weißfischattacken habt, was sich in so einer Kombination von Attraktoren wahrscheinlich nicht vermeiden lässt, dann kann es halt passieren, dass die euch den Köder runterpicken. Also wisset, es ist auf jeden Fall ein Instant-Köder für einen schnellen Einsatz, der eben auch dafür gedacht ist, regelmäßig kontrolliert zu werden. Ivory Dream macht einen super Eindruck, deswegen teste ich den hier auch mal und ihr gewinnt die zwei Tüten in zwei verschiedenen Größen und natürlich den Stickmix. Preis des Ganzen ist in der 1,5 Kilo Größe 11,13 Euro pro Kilo und wenn ihr das 6 Kilo Gebinde kauft, zahlt ihr noch 10,25 Euro für den Köder. Definitiv mal was anderes,
definitiv einen Versuch wert, so werde ich es auch machen. Schreibt mir unten rein, warum ihr diesen Köder besonders findet und wo ihr ihn gerne mal ausprobieren würdet und warum. Wenn ihr eine gute Antwort habt, habt ihr gute Chancen zu gewinnen. Viel Spaß beim Mitmachen. Bitte das Abonnieren jetzt gleich auch tätigen, sodass ihr kein Gewinnspiel und natürlich vor allem kein Unboxing von neuen interessanten Produkten mehr verpasst. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.